Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Neroboy hat schon wieder Post von seinem Jobcenter bekommen. Vielleicht erinnert ihr euch an Neroboy. Neroboy hatte gerade 20% Sanktionen für den Monat April wegen zwei vermeintlicher Meldeversäumnisse bekommen. Jetzt hat Neroboy schon wieder Post vom Jobcenter bekommen und er schreibt dazu: Hi Vera, Alda, ich bekomme die Krise, hör zu. Heute Samstag kamen zwei Briefe vom Jobcenter, Fachkraft, guck, Anhang. Alda ist die Irre, meine Fachkraft, ich habe da noch ein Anhörungsschreiben bekommen für einen versäumten Meldetermin. Vera, ich habe keine Einladung bekommen für einen Termin am 28. März 2023. Du hast ja meine Mails gesehen, da war keine Einladung für den 28.3. Was soll das? Ich schwöre, dass ich keine Einladung für den 28.3. bekommen habe. Die letzte Einladungsbrief war für 23. Februar, das weißt du ja. Was soll der Scheiß mit erneuter Erklärung zum Meldeversäumnis am 28.3.? Ich habe keine Einladung zu diesem Termin bekommen, ich drehe durch. Was will die, ist die Irre, ich habe keine Einladung für 28. März bekommen im Briefkasten. Guck, heute kam die neue Einladung für nach Ostern, Alter, geht die mir auf die Nüsse. Was soll ich da in der Anhörung schreiben? Vera, soll ich schreiben, ich habe den Brief nicht bekommen für das Meldeversäumnis am 28.3. Ich habe tatsächlich keine Einladung für 28.3. bekommen. Jetzt soll ich zum neuen Termin erscheinen am 13.4. Jetzt schon kein Bock auf die alte. Ich muss in dem Anhörungsschreiben reinschreiben, ich habe die Einladung nicht bekommen, oder? Danke, du brauchst kein Video machen, will nur deine Meinung wissen. Soll ich schreiben, keine Einladung bekommen, weil da kam keine, die will mich wohl fertig machen. Liebe Grüße, Neroboy. Sorry, bin genervt gerade, weil ich habe keine Einladung für 28. März bekommen. Neroboy meinte zwar, ich muss kein Video machen, ich wollte aber trotzdem gerne eins machen, denn zum einen wollte ich gern eure Meinung wissen, was ihr denkt, was Neroboy in diese Sanktionsanhörung schreiben sollte, und zum anderen finde ich es bemerkenswert, wie besessen Neroboys Jobcenter Fachkraft ist. Ich finde, Neroboys Beispiel zeigt wirklich gut, wie übergriffig manche Jobcenter-Fachkräfte einfach sind und sich so aufführen, als müssten sie persönlich irgendeinen höheren Erziehungsauftrag durchführen, ganz egal, ob der oder die Betroffene das überhaupt möchte. Jetzt aber zu Neroboys Frage. Ich würde eigentlich genau dasselbe machen, was Neroboy auch vorschlägt, nämlich in die Sanktionsanhörung schreiben, dass die Einladung nicht angekommen ist. Die Nachweispflicht über den Eingang der Einladung liegt nämlich beim Jobcenter. Lutz Vormann hatte dazu mal Folgendes geschrieben. Die Behörde muss den Zugang des Schreibens grundsätzlich nachweisen. Das ergibt sich für die Sozialbehörden und damit auch für die Arbeitsagentur aus § 37 SGB 10. Ein bloßes Bestreiten des Zugangs reicht aber nicht grundsätzlich aus. Eine Begründung, warum der normale Postlauf nicht zu einer Zielstellung führte, kann verlangt werden. Allerdings muss der Empfänger dazu keine Nachweise führen. Auch zeigt die allgemeine Lebenserfahrung, dass Briefe während des Postlaufs verloren gehen. Das heißt, wenn ich Neroboy wäre, würde ich in die Begründung vielleicht zum einen schreiben, dass der Brief nicht angekommen ist, und dies zum anderen damit begründen, dass täglich 70.000 Briefe und Pakete bei der Post verloren gehen und dass die Zahl der Postbeschwerden sogar deutlich angestiegen ist. Und dass Neroboy davon ausgeht, dass die Einladung für den Termin im Jobcenter eine dieser 70.000 verloren gegangenen Zustellungen an diesem Tag gewesen sein muss. Und wenn ich Neroboy wäre, würde ich tendenziell eher nicht diesen Antwortrückbogen vom Jobcenter verwenden, sondern ein eigenes Schreiben aufsetzen, einfach um dem Jobcenter noch ein bisschen Arbeit zu machen. Was denkt ihr, was würdet ihr tun und was würdet ihr Neroboy raten? Und habt ihr vielleicht eine Idee, wie sich Neroboy langfristig vor seiner Fachkraft schützen kann? Ich danke euch im Voraus vielmals für eure Beiträge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.